Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News. Ihr hört richtig, der Miki ist heute nicht da. Die gute Dame nimmt sich frei. Und ich habe mir dann rotzfrech Verstärkung geholt aus dem Sumikai-Team und habe heute den Micha und den Banks bei mir. Hallihallo, ihr zwei. Hi. Hallöchen. Also ganz einfach gesagt, du hast das andere Podcast-Team geholt. Ja, damit ich mich nicht so einsam fühle, ja. Weißt du? Also ganz ehrlich, wir geben es zu, er hat uns gezwungen, wir haben keine Wahl. Oh, ich hätte das jetzt netter formuliert, ich hätte sowas gesagt, wie er hat uns endlich mal aus dem Keller rausgelassen, aber... Es ist ja wunderbar, was ich für eine Macht habe. Ja. Ja, nicht schlecht. Nein, aber also, ich freue mich mal hier dabei zu sein, mal was anderes zur Abwechslung. Endlich mal das große C frei, yay. Wir haben heute einige Themen, die ziemlich scharf gewürzt sind teilweise. Und wir haben am Ende des Podcasts auch noch eine kleine Werbesondersendung, denn der Micha hier von uns, von Sumikai, hat mit dem Marvin von KSM einen kleinen Podcast über Akudama Drive gemacht, einen 15-minütigen. Und den hängen wir dann dran an unsere Nachrichtensendung. Genau. Also für alle Interessierten, wärmstens zu empfehlen. Gut, dann fangen wir mal an mit Deutschland. Denn in Deutschland ist einiges passiert in der letzten Woche, in der 31. Kalenderwoche. Einige Newsletter, einige ganz neue feine Sachen. Zum einen von KSM Anime, da kam die neue News-Serie von ihnen raus auf YouTube. Da gibt es eine ganze Menge, was noch in diesem August hier ganz schön losgeht. Wie zum Beispiel eine Gesamtbox von Girls and Panzer. Und Graf von Monte Cristo ist auch unterwegs. Da haben wir sogar eine deutsche Synchro-Vorgeschmack bekommen. Also Graf von Monte Cristo, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, wenn leider ist der Anime damals ziemlich untergegangen, ist eine sehr gute, wilde, bunte Science-Fiction-Verfilmung des Literaturstoffs von Dumas. Und es ist wirklich klasse. Es ist in gewisser Weise sehr weit vom Stoff weg, aber im Inhalt von den Grundsätzen der Geschichte ist es sehr treu. Das heißt, das ist eine anstrengende, komplizierte Geschichte, die so ein richtig geniales Finale hat. Ich habe auch schon gesehen, viele haben sich wahnsinnig darüber gefreut. Ich hatte den gar nicht auf dem Bildschirm, aber nach dem Trailer, muss ich sagen, bin ich doch tatsächlich neugierig. Vor allem, weil ich die Originalgeschichte sehr mag. Mhm. Oh, der hat so lange geschlummert, das Gerät. Das, ja, froh, dass es jetzt bei uns ist. Was haben wir denn noch alles Schönes? Ja, eine ganze Menge für alle Geschmäcker. Zum Beispiel die Katsugeki Token Rambu, wo es über die hübschen Schwertjungen geht. Oh. Die Personifizierung von Schwertern, das ist auch bei uns bald erhältlich. Und da gibt's auch noch bei Hinamatsuri eine Komplettbox, allerdings nur auf Blu-ray, bei DVD ist bald nichts mehr da. Das heißt, wer seine Sammlung auf DVD angefangen hat, der muss mal ratzfatz sich dran halten, damit er die noch fertig machen kann, bevor alles vergriffen ist. Ganz wichtige Sache. Die anderen Sachen kommen leider etwas später, aber besser zu spät als nie. Monster Ranger bekommt da eine Komplettbox im Dezember, am 2. Dezember. Und am selben Tag hat sich KSM Anime das Land der Juwelen geschnappt. Der ist nicht schlecht. Ja, das ist ja ein Gerät, das hat neue Maßstäbe gesetzt, was Computeranimation angeht in Anime. Das ist Orange gewesen, ja. Ich muss ganz beschämt sagen, dass ich die Mangas mit großer Begeisterung gelesen habe. Ich habe die ja auch alle stehen. Ja. Aber ich habe es total nicht mitgekriegt, dass es ein Anime gibt. Ich war sehr überrascht. Also, hey, Moment mal. What? Habe ich nicht mitgekriegt irgendwie. Aber ja, es sind 3D-Animationen, aber die sehen wirklich wahnsinnig gut aus. Also es gefällt mir sehr gut. Der hat auch ein kleines bisschen so ein Untergrunddasein geführt. Der ist also bei den Fans ziemlich beliebt gewesen und bekannt, aber halt nicht in der populären Masse. Ich würde es aber trotzdem sehr empfehlen. Er ist umwerfend. Naja, das war ja beim Manga auch nicht anders. Also ich meine, wer ihn kennt, ist begeistert und naja, der Rest, der hat halt... Der kennt ihn halt nicht. Naja, es ist so formuliert, aber ich meine, es ist halt nicht so populär, wie man es vielleicht erwarten würde, aufgrund des Themas oder so, aber... ist ein bisschen untergegangen, was eigentlich auch schade ist, weil die ist auch wirklich gut. Man sollte das nicht unterschätzen, bloß weil es da um so ein paar Kristalle geht und so. Ich meine, ich hatte eigentlich gedacht, dass die Steven Universe Popularität so ein bisschen mithelfen würde. Ich auch eigentlich. Anime, aber anscheinend nicht unbedingt so großen Überlauf gegeben. Ja, das ganze Franchise ist total unterschätzt eigentlich. Schade, ne?
Aber nee, trotzdem. Wundert mich nicht, weil bekanntlich ist so zwei andere Genres beliebter. Ja, da kann man halt nicht viel anstellen. Gegen den großen Shonen-Monster ist nicht so groß anzugehen. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Da können wir gleich rübergehen zum Kasee-Newsletter. Denn logischerweise, bei Kasee ist auch wie immer wieder mehr Black Clover auf dem Programm. What? Das kommt daher. Ich meine, die Leute mögen's. Ich will niemandem das verbieten. Du, ganz ehrlich, ich habe es tatsächlich auch bei Crunchyroll zeitweise verfolgt und festgestellt, na gut, das sind nicht ganz so viele Filler wie bei Naruto. Aber irgendwann war es dann doch zu viel. Dann ging es halt einfach nicht mehr. Das war, weiß ich nicht. Ja. Aber ja, ich kann verstehen, dass er seine Fans hat, weil ist halt eins der beliebtesten Genres, ne? Ja, ich meine, Black Clover hat sich auch irgendwie gefangen, nachdem der Anfang nicht so gut angekommen ist. Jetzt hat es sich sauber eingespielt. Die dritte Staffel kommt bei uns jetzt bald. Ist doch auch wieder so ein Never-Ending-Story-Teil, oder? Ja, so ziemlich. Okay. Zumindest arbeitet es darauf hin. Aber da haben wir noch was anderes, was uns wahrscheinlich mehr interessieren wird, Micha. Denn es gibt eine neue Ausgabe, eine Komplettbox von Garden of Sinners. Das ist wiederum sehr schön. Ja. Kann ich jedem nur ans Herz legen übrigens. Und zwar alles rundum mit der Extra-Episode der 8. Die Original war ja in 7 Filmen unterschiedlicher Länge fertig. Es waren 6 Stück. Ups. Und dann noch 2 Extra-Episoden. Da ist dann alles dabei. Wirklich alles, was sie gemacht haben dazu. Also der lohnt sich tatsächlich. Ist keine leichte Kost, aber eine sehr interessante. Das ist diplomatisch ausgedrückt. Das ist sehr kantig teilweise, das Material. Ne? Ja, ich wollte jetzt mal nett sein. Ich kann nicht alles irgendwie von Kasi komplett sagen. Nee, es ist provokativer Stoff von demselben Autor, der die Fate-Reihe geschaffen hat. Mhm. Aber es ist klasse. Es hat so eine Art von übertriebenen philosophischen Technogebrabbel. Ja, das Schöne ist halt, in der Filmreihe werden die Geschichten eben auch nicht chronologisch erzählt. Das macht das Ganze noch chaotischer. Ja, ja. Aber man hat aber nachher auch so einen Aha-Effekt, finde ich. Also, es ist wirklich gut. Ja, es ist sehr gut. Natürlich kommen wir dann gleich wieder zu dem Standard, ne? Zu One Piece. Da kommt nämlich auch mehr. Aber man, das Sammeln vom One Piece ist bestimmt eine Wahnsinnsangelegenheit. Ne? Seien wir doch mal ehrlich, das Sammeln vom One Piece ist eine Lebensaufgabe. Ja. Also wer jetzt noch einen damit anfängt, entweder hat er zu viel Geld oder ist wahnsinnig. Oh, oder er steht auf Blu-rays, denn ab jetzt kann man sie auch auf Blu-ray bekommen. Das ist neu in Deutschland. Naja. Auch neu in Deutschland ist dann bald Kokoro Connect. Das war auch so ein kleiner, feiner Liebling unter den Kritikern und Fans, der jetzt endlich zu uns kommt, ist eine Weile her. Aber das war ein spaßiges, kleines, Drama. Ich würde es nicht unbedingt als Melodrama bezeichnen, aber es ist toll. Es ist so ein Gefühlsdrama, so ein Teenie-mäßiges. Das ist richtig gut gemacht. Ja, so coming of Age, ne? Mhm, ja. Natürlich ein kleines bisschen mit dem, Dampfhammer. Ja, gut. Coming of Age ist schwerer, wenn du deine Gedanken und Gefühle vor anderen Leuten nicht verheimlichen kannst und es sozusagen in alle Richtungen ausstrahlst. Und die Reaktionen darauf sind natürlich dementsprechend dramatisch. Ansonsten haben wir noch lockere Kost, wie zum Beispiel bei Hensky, was einfach eine romantische Komödie mit ein kleines bisschen nackter Haut ist. Ne? Ja, das Übliche halt. Das Übliche. Und dann haben wir noch was anderes im Manga-Bereich, und zwar die Serie Hinowa ga Crush, die fällt der Schere zum Opfer. Hm. Denn der Inhalt ist teilweise so krass, dass man Angst hat, dass man mit den deutschen Gesetzen dort nicht wirklich sich einig wird. Und deswegen sind Kürzungen angesagt. Naja, also ich würde gar nicht sagen, dass das die Angst davor ist, sondern ich glaube eher, man dürfte es eigentlich schon wissen, weil es ist halt wirklich, der ist schon wirklich hart und der würde nie im Leben bei uns hier durchkommen. Ja, es ist zum einen schade, weil ich kann mich gut daran erinnern, wie ich in den 90er Jahren so viele VHS gekauft habe, die gekürzt waren. Und das hat mich so genervt. Hast du Geld ausgegeben für etwas, wo sie mit der Schere dran gegangen sind? Also man muss dazu Folgendes sagen. Ihr jetzt gleich alle losrennen auf Kasee anschlagen. Sie haben schlicht und ergreifend keine Wahl. Die andere Möglichkeit wäre, die Serie abzubrechen. Und genau das vermeiden sie damit. Ist ein bisschen schade natürlich, aber bitte verflucht den Gesetzgeber. Wobei man auch da sagen muss, es hat ja schon so seine Richtigkeit, warum wir das hier in Deutschland so haben.
Da kann ich allerdings wirklich gut verstehen, dass man da mit der Schere rangeht. Ja, beim Manga ist es auch so ein komisches Thema, nicht wahr? Mhm. Es ist nicht so, dass beim Manga-Kaufen den Ausweis zeigen musst, wie als wenn du Alkohol kaufst. Ne? Richtig. Deswegen, die Bedenken, dass es dann einfach in Hände kommt, wo es nicht hingehört, sind natürlich größer. Aber ja, das hat damit eigentlich weniger zu tun, aber es gibt halt mehrere Probleme. Das Problem ist halt auch, je nach Jugendfreigabe kann das Ding auch einfach gar nicht in den Buchhandel landen, was genauso blöd wäre. Und auf der anderen Seite ist es halt einfach so, Jugendschutz hat schon so seine Gründe. Ja, ein bisschen schon. So, dann habe ich noch eine Sache im Manga-Bereich, das ich ganz dringend anmerken muss. Und zwar die Serie Midnight Secretary. Das ist eine von meiner Meinung nach der ganz großen, so von dem Genre, das für die frustrierte Hausfrau irgendwie so gemacht wurde. Ne? So eine Vampir-Romanze, so ein kleines bisschen schlüpfrig. Und die ist super. Die ist fantastisch. Da kannst du Twilight oder alles andere in dem Bereich sowas von an die Wand klatschen. Wir tauschen übrigens hier keine Kochrezepte nach dem Podcast auf. Ich habe keine Ahnung, warum Matze das alles weiß. Meine innere Hausfrau braucht auch sowas ein bisschen ab und zu. Ne? Und das ist fantastisch, aber leider läuft die Lizenz aus Ende September. Das heißt, es wird dann irgendwann nicht mehr verkauft werden. Das heißt, wer sich für sowas interessiert, dem rate ich dringend, da nochmal reinzuspringen. Lohnt sich auf jeden Fall. Gut. Was haben wir denn noch? Jetzt können wir mal zu unserer normalen Liste zurückkommen. Ui, wir haben Kinonachrichten. Seid ihr scharf aufs Kino? Nö. Tatsächlich ja. Also ich weiß nicht, wenn man 2 Jahre zu Hause überwiegend sitzt, ich weiß nicht, Kino hört sich für mich gerade nach dem geilsten Abenteuer an, was man haben kann. Also ich vermisse es auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, unbequeme Sitze, zu laut, nervige Leute, die zugucken. Nein, ich gucke lieber von zu Hause. Hast du kein Kino, das dich so richtig zufriedenstellt? Nee, überhaupt nicht. Aber das ist schade. Ist auch nicht so wirklich meins. Also ich glaube, das Einzige, so ein Streaming-Freund, muss ich jetzt zugeben. Ja, gut, gibt's auch. Also ich glaube, das Einzige, was man bei meinem Kino bemängeln kann, ist mal. Das klebrige Popcorn. Aber wartet mal eben ganz kurz, ihr beiden. Wann habt ihr eigentlich noch Zeit, neben Sumika zur Arbeit ins Kino zu gehen? Ich glaube, wir müssen uns nachher echt nochmal über eure Arbeitszeit unterhalten. Ja. Das wird einfach mit Gewalt gemacht. Jetzt kommt der damit an. Also, Hier. Black Kigyo hier. Voll die Black Company. Nein, und zwar, wir reden über Demon Slayer. Denn der wird noch weiter ins Kino kommen. Der wird nochmal ausgeweitet. Das Programm in mehr als 100 Kinos nochmal extra, weil der hat ja angefangen im Mai bei uns zu laufen, halt nur in wenigen Kinos. Aber jetzt kriegt man es an verschiedenen Ecken. Da muss man nachschauen, erstmal auf der Webseite von Akiba Pass und auch vom Kinobetreibern. Ja. Seid ihr euch da eigentlich sicher, dass ab 12. August in über 100 Kinos erscheinen wird? Gute Frage. Ne? Noch ist es nicht hundertprozentig sicher. Ich wollte gerade sagen, da könnte noch ein bisschen uns was dazwischen funken. Ja. Wäre schade, zugegeben, aber naja, bei unserem Glück haben wir wahrscheinlich keine Wahl. Ich meine, ich wäre froh, wenn es mal bei mir in der Nähe wäre. Bei der letzten Runde hätte ich zu weit fahren müssen, um im Kino zu gehen. Ich fahre keine 1,5 bis 2 Stunden, um einen Film zu gucken von 2 Stunden und dann wieder zurückzufahren, dieselbe Zeit. Das ist mir doch zu viel. Ne? Aber ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, ich glaube, mein Kino in der Nähe hat tatsächlich ab und zu mal so, also machen die mit, aber nicht immer. Ich weiß nicht, was da genau die Voraussetzungen sind, dass sie sich da entscheiden. Müsste ich mal nachgucken, aber leider, ich weiß nicht, alle sagen ja, dieser Film ist so toll und der Anime ist so toll. Ich habe noch keine einzige Folge davon geguckt, von daher. Ich werde jetzt hier wahrscheinlich gleich von allen möglichen Zuhörern verprügelt, aber ich finde Demon Slayer sowas von dämlich. Ich mag es gar nicht. Ich habe in die Serie reingeguckt. Ich habe auch schon tatsächlich den Film netterweise sehen können und muss ganz ehrlich sagen, ist nicht meins. Aber gut, ich habe eh einen sehr seltsamen Geschmack. Ich würde sagen, das ist doch eh nicht dein Genre. Also von daher... Sag das nicht. Ich habe auch bei Naruto durchgehalten, ja. Und hat es dir gefallen? Ist eine andere Sache, ne? Durchhalten und gefallen. Ich drücke es so aus. Ich habe meine Freude über das Ende mit einem Jubelschrei und kräftigen Kopf gegen die Wand klatschen gefeiert. Na siehst du, sage ich doch. Das ist halt das Doofe. Ich wollte wissen, wie er ausgeht. Und bei Demon Slayer willst du das nicht? Meine Güte. Nein, bei Demon Slayer will ich das immer noch nicht. Nein, also im Großen und Ganzen, ja, der ist vielleicht nicht schlecht. Das ist so ähnlich wie Cabernary auf Schieß mich tot. Auf Iron Fortress. Ja, genau. Der ist auch gar nicht schlecht, aber das ist so nach dem Motto, einmal gucken reicht eigentlich. Ja, dann kannst du es dir auch einmal reinziehen. Hast du ja getan und dann ist es ja gut. Siehst du, ich weiß, wovon sie reden, passt.
Passt. Gut, aber bevor wir jetzt hier Ärger bekommen von irgendjemandem oder von mir, so wieder. Gucken wir mal bei Wackernim dabei, denn bei denen kommt Fraktale, wieder ein älteres Gerät von 2011, ne? Das von dem Regisseur Yamamoto Yutaka gemacht wurde, der bekannt ist für seine Twitter-Tiraden. In letzter Zeit hat er nicht so viel gemacht. Er hat, glaube ich, 2019 einen Anime gemacht namens Hakubo. Und davor war Wake Up Girls dran und er war auch mal bei Kyoto Animation früher. Aber ja, das ist eine Science-Fiction-Anime, so eine Art von Abenteuer, wo es um Reisen geht durch die Welt mit, ja, Leuten, die anscheinend nicht alle Menschen sind, sondern auch ein paar Roboter und so dabei. Das ist schön. Der ist mir damals zum Beispiel gar nicht so auf dem Schirm gewesen. Ist ziemlich gut. Ja? Mhm. Oh, schön, schön, schön. Ich finde es immer toll, wenn dann etwas ältere Schätzchen bei uns anschlagen. Ne? Und über Schätzchen haben wir diesmal eine Menge zu reden. Denn hier, Anime On Demand hat auch kräftig zugelangt dieses Mal. Ja, da kommen eine ganze Menge neue Katalogtitel. Unter anderem natürlich die Danmachi OVAs und Filme. Das ist logischerweise was, wo die Leute sich gleich drauf stürzen werden. Ganz kurz, da wir ja bekanntlich die ganzen Vorurteile kennen, die ich jetzt nicht so ganz so bestätigen kann, sie erscheinen in Dub und in Sub. Für jedermann was dabei, da kann sich keiner beschweren. Genau das. Ja, da sind auch eine ganze Menge neue Synchronisationen dabei, die es vorher noch nicht im deutschen Bereich gab. Richtig überraschend sind dabei Sachen, die aus der Literaturverfilmungsgegend kommen. Da haben wir es diese Woche irgendwie, ne? Erste Graf von Monte Cristo. Ja? Und jetzt sind wir bei japanischer Literatur. Und zwar kommt der Film zu Genzi Monogatari, also die Geschichte vom Prinzen Genzi, von Murasaki Shikibu, einer der ersten Romane der Weltgeschichte. Das ist natürlich ein Ding, das sollte man sich unbedingt entgehen lassen. Besonders, wenn die kleine innere Hausfrau mal wieder sich meldet, denn natürlich geht es natürlich um eine ganze Menge Romantik und Sex und viele Beziehungen. Ich habe mal versucht, mich in diese Storys reinzulesen, das ist so kompliziert. Also, die ganzen Geschichten. Es ist komplex, aber die Animation ist toll. Ja, klar. Ich meine, wenn du schon so etwas hast, was so ein ganz wichtiger Teil der japanischen Tradition ist, da gibt man sich auch etwas Mühe. Mhm. Ebenso haben wir Night on the Galactic Railroad. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Das ist nicht wirklich was für den normalen Geschmack. Nein, definitiv nicht, aber der ist großartig. Ja, das ist von dem großen japanischen Autor Kenji Miyazawa. Und also da muss ich sagen, da merkt man halt, dass Anime House ganz gerne immer mal so ein bisschen um die Ecke denkt, denn die bringen halt auch sowas nach Deutschland. Ja, das ist im Endeffekt ein sehr, sehr introspektiver Film, aber man darf sich nicht abschrecken lassen von der Optik, weil es ist simpel gezeichnet und die Hauptcharaktere sind halt in Tierform dargestellt. Es ist, wirkt auf den ersten Blick wie so eine Kindergeschichte, aber das ist nicht nur für Kinder, nein, das ist auch erwachsen. Es geht um die menschliche Seele und die alle möglichen Themen. Tja, aber man muss ja nicht unbedingt mit dem Schwersten anfangen. Wir haben auch andere Sachen dabei. Wir haben zum Beispiel Latebackers im neuen Programm und Chidori RSC, Rifle is Beautiful. Den muss man gesehen haben. Der ist so doof, den muss man gesehen haben. ich aber viel besser finde, ist Copcraft. Copcraft ist auch dabei, ja. Der ist, also ich weiß, dass er hier ziemlich verpönt ist, aber der ist gar nicht so schlecht. Ich mag ihn. Ich mag Buddy Cops, weißt du? So eine Komödie, wo halt zwei Polizisten sich zusammenraufen mussten. Das ist immer mein feines Ding. Dann gehen wir kurz noch etwas weiter. Haben wir noch was in Deutschland? Habe ich mich jetzt übernommen? Nein, wir haben nichts. Wir sind fertig mit Deutschland. Tatsächlich. Tatsächlich. Wow. Gut, gehen wir rüber über den großen Teich. Über den großen Teich, ja. Neue Animes wurden angekündigt. Zum einen ein Ableger der Detektiv-Conan-Reihe. Da geht es um die Polizisten aus der Serie. 7 Jahre vor der eigentlichen Handlung spielt es, wo sie ihre Zeit in der Akademie zusammen verbringen, sich anfreunden und erstmal so ein Team werden. Hört sich ganz nett an, auch wenn es wahrscheinlich nicht von demselben Schlag wie Police Academy wird. Das ist auch, glaube ich, unmöglich. Also, halt, Moment, den ersten oder den zweiten Teil oder die Teile danach? Oh, ich weiß nicht, ob ich die Teile danach zählen lassen möchte. Nein, zieh sie bitte nicht. Gut.
Von Detective Conan kommen wir zu was ganz Neuem. Und zwar My Master Has No Tail bekommt eine Anime-Adaption. Da geht es um ein kleines Tanuki-Mädchen, das im historischen Edo eigentlich ganz viel Interesse an Menschen hat und selber auch gern Mensch werden würde. Und da kehrt sie bei einem Rakugo-Meister ein, der sie so fasziniert, dass sie sehr bedenkt, oh, das will ich auch machen. Eine ganz nette Serie und ich bin froh, dass das Thema Rakugo, also japanische Handwerkskunst überhaupt, wenn die kommen, bin ich froh. Habt ihr eine Ahnung von Rakugo? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Ja, das ist eine spezielle Form der Unterhaltung und die beruht halt auf komische Monologe. Man muss dafür eigentlich Japanisch verstehen, glaube ich. Es ist genial. Also da kann man sich wirklich kaputt lachen bei. Es ist auf jeden Fall einfacher als so großes Theater wie. Ja. Aber es ist ein Geschichtenerzähler im Endeffekt, der alle Rollen selber spielt, auf teilweise lustige Art und Weise. Ich sage immer, das ist Stand-up-Comedian, bloß andersherum, weil ja die Sprecher grundsätzlich sitzen. Und ja, man muss ich weiß, vielleicht ist es ein bisschen zu sage ich mal, also es ist ja eigentlich nicht Stand-up-Comedian, aber lustige Geschichten sind es ja trotzdem. Und ganz schön böser Humor größtenteils. Ja. Es ist schade, dass es in Deutschland auch nicht so weit verbreitet ist, obwohl es ja mittlerweile Initiativen gibt, die versuchen, das so nach Übersee zu bringen. Also es gibt auch auf YouTube mehrere Videos, wo es sowas mit englischen Untertiteln gibt und sogar auf Englisch. Erstaunlicherweise. Ja. Ich meine, ich kann mir das auch vorstellen, wie es funktioniert. Ne? Es gibt genug Alleinunterhalter im Internet, die wir kennen auf irgendeine Art und Weise, die das halt mit Streams und dergleichen machen. Im Endeffekt ist das nicht unähnlich. Ich hatte auch in meiner Zeit, wo ich zur Schule gegangen bin, im Internat, da kam ein Geschichtenerzähler ab und zu mal vorbei. Alle paar Wochen. Und das ist ein Job, der mittlerweile bei uns so ausgestorben ist, aber das ist im Endeffekt dasselbe. Der hat dann eigene Geschichten gehabt, die er selber geschrieben hat, oder er hat dann Geschichten erzählt, die einfach Kinofilme sind, die im Moment gelaufen sind. Ne? Ich habe so die Story von Terminator 2 habe ich nicht im Kino sehen können, da war ich zu jung. Aber er hat sie nacherzählt, natürlich mit allen Geräuschen und verrückten Charakteren etc. Ein bisschen ausgeschmuckt, ein bisschen verändert. Aber ja, das ist ein Erlebnis, das ist spaßig gewesen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute das heutzutage noch genießen würden. Das hört sich wahnsinnig lustig an. Also ich würde es mir definitiv angucken, allein für die Geräuschkulisse wäre ich jetzt schon neugierig. Ja, ich kann mich immer noch erinnern, wie er so eine Pumpgun nachgemacht hat. Das ist, ja. Gut, dann, was haben wir noch? Oh, wir bekommen mehr zu Non Non Beauty. Die Serie kann auch nicht sterben. Ich liebe sie. Das ist so meine Art von Anime, die ich gerne zwischendurch gucke, einfach weil sie so herrlich doof sind. Ja, also wer noch nie davon was gehört haben sollte, das ist eine Serie, ein kleines bisschen so, wie man die Higurashi-Serie nehmen würde, nur ohne den Horror- und Krimi- und Mystery-Teil. Also, es ist einfach das absolute Niemandsland. Ne? Ich muss gerade sagen, wo du jetzt sagtest, so für alle, die es noch nicht kennen. Ich habe irgendwie so den Drang dann, wenn jemand ankommt, ich kenne Non Non Beauty nicht, ihn so zu täscheln. Armer Junge, du kennst ja gar nichts. Aber auf jeden Fall, du bist total in der Pampa. Ne? Ja. So ländlich, wie es nur geht. Und eine Grundschülerin wechselt direkt aus der Großmetropole Japan, Tokio, dorthin. Und es ist wie ein anderes Land, wie eine andere Welt für sie, weil dort gibt es so wenig Kinder, dass im Endeffekt alle Klassen in ein Klassenzimmer zusammengeschmissen werden und dort unterrichtet werden. Es ist einfach nicht genug da, um eine Grundschulklasse oder sonst etwas zusammenzuhalten. Und das ist natürlich ein riesiger Kulturschock für sie. Und mit lustigen Reaktionen und Folgen. Es ist echt gute Unterhaltung. Ja. Dann haben wir aber auch noch ganz neues Zeugs. Aharen is indecipherable. Ein etwas komischer Titel, aber ähnliches Genre. Es geht um zwei Komplett-Exzentriker, deren Handlungen nicht wirklich mit Logik oder sonstiger Schlussfolgerung erklärt werden können, die sich einfach anfreunden in ihrer Schulzeit. Das ist ganz neu. Der Manga scheint anscheinend relativ gut angekommen zu sein. Und es wird teilweise auch mit einigen großen Namen da gearbeitet. Zum Beispiel für die Musik ist derselbe Komponist wie von Beastars verantwortlich. Und das Charakterdesign macht derselbe wie von Kaguya-sama. Und das Drehbuch schreibt derselbe wie Horimiya geschrieben hat. Also schon einiges hier an Star Power hin und dran. Durchaus. Mal sehen, was daraus wird. Ja, ich hätte Lust drauf.
Ich mag exzentrische Leute, ne? Die haben wenigstens die besten Ideen immer, ne? Ja. Yep. Wo wir gerade vorhin es von der Buddy-Cop-Geschichte hatten, da kommt eine neue Serie namens Police in a Pot, die auf den ersten Blick verblüffende Ähnlichkeit hat mit You Are Under Arrest. Ich wollte gerade sagen, verblüffend, ja. Das ist doch, also ähnlicher geht's doch schon gar nicht mehr. Im Endeffekt ist es exakt dieselbe Prämisse. Du hast zwei junge Polizistinnen, die unterschiedliche Einstellungen zur Arbeit und zum Rest der Welt haben und die sich zusammenraufen müssen. Eine, die macht den Job eigentlich nur, weil sie eine sichere Arbeitsstelle haben will, und die andere ist so eine Vorbildpolizistin. Ne? Und ich bin froh, dass diese Sorte von Polizeiseifenoper mal wieder hervorkommt. Also seitdem You're Under Arrest in den 90ern ein großes Ding war, hat es da im Anime-Bereich nicht so arg viel gegeben. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, You're Under Arrest war super. Ja, war toll. Total. Ja. Kleiner Fun-Fact, das Franchise von Police in a Pot wird übrigens auch ganz gerne von der Polizei zum Anwerben von Frauen in Japan benutzt. Naja, wenn man das Material schon hat, warum denn nicht? Ne? Also... passt doch. Ja. Und ich meine, als Polizist hast du ja in Japan nicht so viel zu tun. Also das mit der sicheren Arbeitsstelle als Frau, warum nicht? Ich würde nicht unbedingt sagen, dass sie so wenig zu tun haben. In einem Riesenchaos wie der Großmetropole von Tokio hast du, wenn du zum Beispiel da Streifenpolizist und Verkehrszeugs machst, wahrscheinlich genug zu tun. Ja, das schon. Aber wir wissen, die japanische Polizei ist... wie soll man das jetzt eigentlich ausdrücken, ohne sie zu beleidigen? Etwas kleinlich. Mal, es sind nicht unbedingt gerade die besten Spürhunde. Nee, sie haben es auch nicht notwendig. Wir sind ja nicht in Amerika. Ach naja, Verbrechen passieren in Japan auch so. Ist nicht. Das stimmt schon, aber ja. Da fehlt ein bisschen so die Übung, ne? Aber trotzdem, ja, das wird so eine Slice-of-Life-Angelegenheit. Sie wird aber erst 2022 kommen. Naja, ist ja auch bald. Weißt du, ganz die ehrlich, Zeit rennt. Es muss einfach nur kommen, wenn wir wieder so eine Corona-Welle haben, und dann haben wir genug zu gucken. Ja, wird laufen. Ach, bitte beschwör es nicht hinauf, auch wenn ich die Sachen gerne sehen möchte. Brauche ich nicht beschwören, keine Sorge. So, und dann haben wir bei den Neuankündigungen noch zwei Sachen im Digimon-Franchise. Denn da war letztens eine Veranstaltung, das Digifest 2021. Da wurde das 30-jährige Jubiläum der Ausstrahlung der dritten Staffel von Digimon, der dritten Serie, gefeiert. Und da wurden gleich zwei neue Sachen angekündigt. Eine neue Serie und ein neuer Film. Da gibt es auch Vorschau-Material, Video-Vorschau-Material, aber das sagt einem so gut wie gar nichts. Es ist nur eine Illustration mit etwas Voice-Over, also ist nicht viel zu sagen. Was allerdings dann aus den Interviews herauskommt, das war weitaus interessanter. Denn für den neuen Film soll wegen dem Drehbuchautor und dem Regisseur ein Bösewichter eingebaut werden, der so ein kleines bisschen kontrovers ist. Und zwar der Bösewicht ist Political Correctness. Oh. Ja. Also und das ist sozusagen, also wörtlich, so zitiert ist es etwas, das keine anderen Meinungen zulässt und Fake News verbreitet und Zensur anwendet. Ach, ein Querdenker. Ich habe mir kurz mal durchgelesen, was denn die Herren, die dahinter stecken, so gesagt haben. Und ich glaube, das ist ein bisschen anders gemeint in dem Sinne. Im Endeffekt ist es andersrum gedreht. Genau. Ja, die Herren neigen ein kleines bisschen zu Querdenker- und Schwurbler-Sachen, die dahinter arbeiten. Und die scheinen das jetzt einfließen lassen zu wollen in ihr kreatives Werk. Und da bin ich ein kleines bisschen, das ist mir unlieb. Besonders wenn es, also Digimon ist ja wahrscheinlich nicht nur für die Fans von Bedeutung, sondern auch für eine Menge jüngeres Publikum. Und es ist eine komische Art und Weise, mit dem Thema umzugehen, so wie die das machen wollen. Ich finde es auch fragwürdig, vor allem, also Digimon ist, was Inhalte angeht, qualitativ sehr unterschiedlich. Also es gibt Staffeln, die sind einfach nur ein bisschen albern, und dann gibt es auch Staffeln, die dafür bekannt sind, dass sie sehr tiefgründig und auch düster werden. Und ich weiß nicht, ich finde das sehr fragwürdig, sowas einzubauen. Vor allem ist auch mit solchen Begründungen anzukündigen. Es ist ja nicht, dass er einfach gesagt hat, wow, wir bauen jetzt ein
Bösewicht ein. Ich glaube, so hätte dann keiner was gesagt, aber dadurch, dass sie ja irgendwie ihre Aussagen mit ihren eigenen Verschwörungstheorien irgendwie begründet haben und auch angekündigt haben, dass man da noch genauer drüber reden will, finde ich das sehr schwierig. Ich bin mal gespannt, wie sie Gates darstellen. Ja. Darüber haben sie unter anderem auch gesprochen. Das ist wirklich seltsam. Der Autor ist tatsächlich da teilweise überzeugt, dass Gates für die Manipulation, was der Covid angeht, verantwortlich ist. Also ganz ehrlich, wie schafft es denn, so ein kleiner Virus so viele Dummköpfe zu erzeugen? Ja, aber es ist wirklich, weißt du, wenn es einfach nur irgendetwas, was ein Denkanstoß gewesen wäre, in der Hinsicht reingeschmissen hat, was man interpretieren könnte, frei und ohne, dass es irgendwie groß gewichtet wäre, dann wäre das kein großes Problem gewesen. Aber wenn er halt von vornherein sagt, dass er möchte das ansprechen, weil er so und so Ziele hat und damit beabsichtigt, dann finde ich das sehr fragwürdig. Ja, ich meine, Kunst soll ja eigentlich ein Spiegel der Realität vorhalten, der Gesellschaft, ne? Nicht unbedingt eine Agenda verfolgen. Das ist dann was anderes. Aber hier bin ich dann tatsächlich mal gespannt, wie in der japanischen Regierung reagiert wird, weil die sind momentan sehr, sehr bedacht, auf die ganzen Fake News zu stoppen. Ja, das ist echt eine kritische Phase, besonders bei so einem großen Franchise wie Digimon, ne? Ich finde es bloß ironisch, dass die ja wieder darauf aufmerksam machen wollen, dass du Cancel Culture die Leute trifft, die anders denken und so. Und sie sagen, dass in dem Moment, wo sie als Regisseur und Drehbuchautor einen neuen Film ankündigen, dass sie von Cancel Culture betroffen sind und dass das voll böse ist. Und ich denke mir so, du weißt doch, Querdenker und alles, was so in die Richtung geht, das sind die größten Heulbojen der Welt. Also von daher. Er hat was Böses über mich gesagt. So ungefähr. PayPal hat mein Konto gesperrt. Dann zahlt es privat zurück. So, egal, weiter. Machen wir gar nicht über die Querdenker, denke ich. Ist besser heute. Viel besser. Ja. Also ich erwarte auch, dass diese Sache noch nicht gegessen ist. Ich glaube, da hören wir in Zukunft auch noch drüber. Da wird definitiv was passieren. Gut, dann kommen wir mal zu neuen Details, neuen Infos und neuen Trailern. Denn da kommt was an von Studio Kai. Die produzieren einen Anime namens Futopai. Das wird auf den ersten Blick mal keinem groß was sagen, dieser Titel. Aber das ist in der Kamen Rider-Reihe. Kamen Rider ist ein großes Franchise in Japan. Das gehört zu diesem typischen kostümierten Superhelden. Im Endeffekt wie die Power Rangers, nur keine ganze Truppe, das ist einer. Ja, und der hampelt nicht ganz so rum. Der hampelt nicht so rum. Der fährt auf dem Motorrad, der hat einen Anzug, der ein kleines bisschen insektenartig wirkt. Und der ist lange unterwegs, der hat viele Fans. Zum Beispiel Hideaki Anno, der Regisseur von Evangelion, ist ein ganz großer Kamen Rider-Fanatiker. Und ja, da kommt jetzt was Anime-mäßiges auf uns zu. Ist zwar erst in 2022 geplant, für das 50-jährige Jubiläum der Kamen Rider-Reihe. Aber diese Leute sind jetzt schon scharf darauf, weil, ja, logisch. Das ist für uns toll, weil so viele Anime in dem Bereich sind nicht da. Komisch eigentlich, ne? Tokusatsu ist recht gut bedient worden in den letzten Jahren durch die Garou-Sache. Ja, ich weiß nicht, vielleicht Power Rangers war doch extrem beliebt eigentlich. Wieso hat das andere Franchise es nicht hierher geschafft? Naja, beliebt. Es war halt so ein Ding der 90er, ne? Also es war halt auch so ein bisschen komisch und schräg. Power Ranger läuft immer noch im Fernsehen, also die neuen Serien kommen durchaus hierher, aber das sind dann immer halt die amerikanisch produzierten. Es gibt ja da zwei verschiedene Ecken. Power Rangers ist doch, ist das nicht ein allgemeines ein amerikanisches Ding? Oder? Ich dachte, es war ein von Japan gekauftes Konzept, dachte ich. Es war so, dass es eine alte japanische Serie war. Genau. Wo sie einfach die Action-Sequenzen rausgenommen haben und dann halt extra Filmmaterial dazu gebaut haben mit den amerikanischen Schauspielern. Das ist halt, also es ist zusammengeschnitten. Es ist eine große Collage. Ein komisches Werk, das heute eigentlich undenkbar wäre. Ja, also es ist im Prinzip das gleiche wie Saber Rider. Ja, noch heftiger. Ich meine, ja, Saber Rider haben sie umgeschrieben und ein paar extra Episoden zu produziert, aber hier, das ist ja dann zwei Serien zusammengeschmissen und zusammengeschnitten, um was Neues zu machen, was ganz wild ist. Das erinnert eher so ein bisschen an die Voltron-Angelegenheit. Oh ja, jetzt betreten wir mal Gewässer. Ja, ich würde sagen, wir lassen das mal lieber. Oh ja, ja, ja. Das ist so leicht, da abzudriften bei sowas, ne? Ja, das ist ja auch ein unglaublich weitläufiges Gebiet, sagen wir mal so rum. Also da, das ist ja vor allem in Japan
ein Genre. Man sieht es ja bei Kamen Rider, dass das immer noch unglaublich beliebt ist. Und die Serie ist schon ziemlich alt. Auch wenn sie immer wieder neue Ableger kriegt. Und das ist ich finde es sehr faszinierend. Der Witz ist halt eben, wie viel Querverweise auf Kamen Rider man in allen möglichen Animes findet. Das stimmt. Da gibt es unglaublich viele. Und ich finde es immer lustig, wenn im Westen dann die Leute sitzen und denken so, hä? Verstehe ich nicht. Ja. Wird ja mal Zeit, dass so ein wichtiger Pfeiler der japanischen Kultur mal zu uns rüberkommt. Na, mal sehen. Vielleicht ist das der nächste Trend, der dann auf uns zukommt. Oh komm, jetzt beschwör's bitte nicht. Jetzt bitte nicht herauf beschwören. Lass uns erstmal Isekai überstehen und dann sehen wir weiter. Oh, die Anfänge des Trends sind schon da. Ich meine, wie viel Ultraman-Zeugs wurde jetzt angekündigt und gemacht in letzter Zeit? Ja gut, Moment, aber das kommt ja bei Netflix, oder irre ich mich da? Ja. Ja, Netflix fällt da ein bisschen außer Rolle. Netflix darf machen, was sie wollen. Nein, bei Netflix ist das Problem, da erkennt man ja nicht, dass sie einen Plan haben. Also von daher. Ja. Gut, was haben wir noch Schönes? Wir haben neue Details zu einem Anime namens Orient. Dazu mal ganz kurz. Erinnert das Charakterdesign unglaublich an Food Wars. Hat aber nichts mit dem Food Wars Autor zu tun. Ja, aber es erinnert einen einfach daran, wenn man das Plakat so sieht, ne? Ja. Der Inhalt ist wohl eher so etwas wie Mad Max trifft Samurai, Magie und mehr Technologie und sowas. Ja, Mad Max trifft Dämonen. Und weil man eine Wüste braucht, hat man das Ganze in den Orient verlegt. Jetzt haben wir auch den Namen verraten. Ja. Und geht einfach darum, sozusagen nach der Apokalypse durch Dämonen vorgerufen, sind halt ein paar Leute noch, die dagegen kämpfen mit Schwertern und Motorrädern. Also eine wilde Angelegenheit. Hört sich sehr nach einer Shonen-Serie an. Da bin ich mal gespannt, wie das da bei uns rüberkommt. Auf jeden Fall, der Anime ist auch fürs nächste Jahr geplant. Ist ja eigentlich klar, ne? Wir sind jetzt ja schon im August, ne? Da gibt es eine ganze Menge Ankündigungen, werden aufs nächste Jahr fallen. Aber halt nicht mehr so viele noch in diesem Herbst oder Winter kommen. Muss man mit leben. Die Serie steht übrigens beim Studio ACGT, die eine ganz wilde, wilde Geschichte hinter sich haben. Also die haben so viele unterschiedliche Animes gemacht. Die haben zum Beispiel auch Kino's Journey gemacht, ne? Der war cool. Kino's Journey war fantastisch. Das war ein sehr anstrengender und sehr ansprechender. Aber die sind auch verantwortlich für so einer Staffel von Initial D und seinem Vergleichsbeispiel Wangan Midnight. Ja, also okay. Spur mal vor. Ja, okay. Über Initial D wollen wir nicht reden. Oh, komm schon. Nein, wollen wir nicht reden. Aber ich mach so keine schnellen Autos. Doch, aber es war einfach scheiße. Also. Da sind eine Menge Leute nicht deiner Meinung. Und ich bin eingeschlossen, denke ich mal. Schaut euch den Realfilm an, danach reden wir weiter. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall, dieses Studio hat eine Menge unterschiedliche Sachen gemacht. Zuletzt waren sie im Fernsehen mit Dies Irae. Diese verrückte Science-Fiction-Sache, wo halt mal wieder der Kram rausgezogen wurde, dass die Nazis irgendwie im Zweiten Weltkrieg Dämonen beschworen hätten. Und das hat sich später dann irgendwie gerecht. Also, verrücktes Zeugs. Dieses Studio macht so ziemlich alles. Da bin ich echt mal gespannt, wie das umgesetzt wird. So, dann haben wir auch den Start mitbekommen zur dritten Staffel von Ascendance of a Bookworm. Die haben ja so ein Fass aufgemacht in der zweiten Staffel. Da bin ich echt mal gespannt, was damit passiert. Die dritte wird vom selben Team gemacht wie alles davor. Also, im Endeffekt wird es wahrscheinlich exakt so weitergehen, wie man es gewohnt ist. Hast du da schon mal reingeschaut, Micha? Kennst du die Serie? Nö. Kennst du noch nicht? Nö. Hab ich wohl verpasst. Das ist wohl vielleicht der Isekai für den Anspruchsvollen. Ne? Ja, jetzt übertreibt man nicht. Sowas gibt's nicht. Punkt. Also nicht so schnell abhaken. Die Serie ist wirklich sehr gut geschrieben. Und die hat auch den Vorteil oder Nachteil, je nachdem, wie man es sieht, dass die Serie, die Welt, die der Autor sich da erdacht hat, immer größer wird, immer mehr expandiert und immer komplexer wird. Hm. Das Ende von der zweiten Staffel lässt so viele Optionen offen, dass es... Läuft der in Deutschland? Ja, Tatsache. Hier bei Crunchyroll, ne? Bei Crunchy. Ja. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob wir den auf Scheiben haben. Nee, ich glaube nicht. Glaube ich auch nicht, aber zumindest ist er bei Crunchyroll erhältlich. Ja, aber ja. Ich bin sowieso die Isekai-Tante, ich muss das gucken. Und den gucke ich zu gernst. Ja, zugegeben, dieses Jahr gibt es in der aktuellen Season laufen ein paar sehr interessante Isekai.
es laufen immer wieder interessante Isekai. Die Frage ist nur, hat man die Zeit dafür und kann man es überleben? Ja, Dosis. Das ist, ja, wobei doch, die beiden sind wirklich gar nicht mal, was heißt, das eine ist ja kein Isekai eigentlich, aber dieses da mit diesen Typen, der auf einmal König wird und dann versucht, das Königreich umzugestalten, ist schon echt gut. Ja, der Strategie-Isekai ja. der Saison. Ist mal was anderes, macht echt Spaß. Ja. Ah, wo wir bei was anderem sind, wir haben auch ein paar erste Details und Trailer zu Love After World Domination, das leider erst nächstes Jahr kommt, auf das freue ich mich so sehr. Das ist so eine kleine Romeo und Julia-Geschichte, so ein bisschen auf albern gezogen. Da haben wir Anführer einer Heldenstaffel, also wirklich so eine Power Rangers-mäßige Angelegenheit. Und Anführung eines Geheimbundes, die natürlich die Weltherrschaft übernehmen möchte. Und die zwei verknallen sich aneinander. Und ja. Das erinnert mich auch irgendwie an so ein. Gab es da nicht vor ein paar Seasons so ein Anime mit einer Hexe und einem Schwertkämpfer oder irgendwie sowas? Die beiden da eigentlich mehr am Rumturteln als alles andere sind? Das kann sein, das, aber. Das klingt so ähnlich. Ich könnte mich nicht daran erinnern, aber es liegt auch daran, dass es so viele Anime gibt. Ja, das mein ist das Problem. Musst du dir raussuchen. Aber es ist halt auch so eine Romeo und Julia Story eigentlich und sind immer ganz witzig gemacht. Die Romeo und Julia Stories mag ich lieber als einfach nur so ein typisches Dreiecksbeziehung oder ein Harem ja. oder sonstigen Rotz. Na, ich hätte es fast schon Rotz gesagt, aber hey, ich guck's mir sowieso alles an. Nee, man sollte beim Buch auch ja nicht nur am Einbandurteil ne, angucken und dann kann man immer noch rumnörgeln. Ja, ja. So, dann, was haben wir noch? Wir haben den Start des Tesla Notes Anime. Uiuiuiuiuiuiuiui. Das ist eine Spionage-Action-Angelegenheit, die mit Ninjas aufwartet, mit der Suche nach wunderbaren Artefakten des Erfinders Nikola Tesla. Irgendwie erinnert mich das inhaltlich so ein kleines bisschen an Read or Die. Ganz klein wenig. Ein kleines bisschen, weil das hat ja so leichte Überschneidungen mit Spionen und verrückten Erfindungen und Machten auch von älteren Erfindern und großen Genies aus der Geschichte. Aber es hat ganz schön lange gedauert, bis sie endlich mal Tesla wieder ausgebuddelt haben. Ne? Aber hey, im Anime, wenn sie Tesla ausbuddeln, dann wissen wir, da kommt was ganz Verrücktes mit einem Blitzen. Geht ja bei Tesla auch nicht anders. Ich meine, der hatte doch auch einen tierischen an der Waffe. Also von daher passt. Naja, so wie alle Wissenschaftler damals. Aber auf den freue ich mich tatsächlich, weil ich mag so Spionage-Anime. Da darf auch gerne ein bisschen verrückter das rein. Also auf den freue ich mich mehr als auf die anderen beiden. Das Coole bei den Dingen ist, das ist ja eine Adaption eines Mangas. Und der Manga wird von zwei Autoren geschrieben. Und einer davon, der schreibt hier das ganze Drehbuch. Und arbeitet auch genauer und enger mit dem ganzen Produktionsteam zusammen. Das heißt, das ist sozusagen offizieller abgefertigt und abgesegnet als viele anderen Sachen. Da bin ich mal gespannt drauf. Definitiv. Das hört sich zumindest interessant an, wenn da gleich man direkt an der Quelle arbeitet. Also es ist schön, wenn man genau weiß, was man so erwarten muss. Bei anderen Animes ist man sich da nicht wirklich so sicher. Da ist ein neuer Film angekündigt worden unter der Regie von Kamiyama Kenji, also unserem Ghost in the Shell Standalone-Komplex-Regisseur, namens Eien no 831, also die ewige 831 einfach nur übersetzt. Und da wissen wir so gut wie gar nichts dazu. Wir wissen nur, dass es zum 30. Jubiläum des Senders WowWow, den WowWow Channel, der japanische Fernsehsender, produziert wird. Und ja, das ist im Endeffekt wahrscheinlich ein Science-Fiction-Gerät. Aber das Charakterdesign sieht schon mal ziemlich gut aus. Ne? Es sieht sehr kompetent aus. Ja. Und ich meine, wenn Kamiyama Kenji hinten dran steht, dann wird da auch was kommen. Nur, wir können euch nicht sagen, was. wir sagen, dass es gut wird, aber wir wissen noch nicht, was es eigentlich ist. Okay. Das ist natürlich eigentlich gefährlich. Sagen wir nur, das Charakterdesign sieht gut aus, aber okay. Ja, ich meine, man verspricht sich ja ab und zu mal was von Namen, ne? Mhm. Aber nicht immer reißen dir die große Meisterwerke raus. Ja, natürlich, raus, das ist logisch. Man sollte immer vorsichtig sein mit Vorfreude, weil desto mehr man sich freut, desto größer ist die Gefahr, dass man enttäuscht wird. Ja, ich meine, im Moment arbeitet ja Kamiyama noch an Blade Runner Black Lotus, die noch in diesem Herbst kommt.
Und da werde ich eher mal schauen, wie er im Moment so drauf ist, schöpferisch. Hatte Crunchyroll da nicht auch irgendwie einen neuen Trailer oder neue Musik oder so angekündigt? Ja, da kam was Neues. Und zwar die deutsche Synchro haben sie neu damit vorgestellt. Ah, das war das, genau. Ich bin ehrlich gesagt von dem Trailer ein bisschen underhelmed gewesen. Also irgendwie, weiß ich nicht, war es nicht das, was ich erwartet habe. Ich habe noch nicht reingeguckt, also ne, nicht so viel spoilern, bitte. Es ist halt 3D-Animation, ne? Oh Gott. Ja, und irgendwie fühlen die 3D-Animation und Crunchyroll, das kann nichts werden. Langsam. Noch haben wir es nicht gesehen. Ja, es sieht nicht schlecht aus. Nenn mir mal ein 3D-Anime, den Crunchyroll vernünftig umgesetzt hat. Ich mag zum Beispiel die neuen, wie heißt das nochmal? Kengan Ashura. Den mag ich. Okay, den habe ich noch nicht gesehen. Der ist nice. Der ist was für das dämliche Hirn, ne? Für die Prügelknaben. Das ist ja, das ist fantastisch. Ja, aber nee, der ist ein Fest. Das ist wirklich sehr unterhaltsam. Und der Trailer hat auf jeden Fall die Atmosphäre von Blade Runner gut eingefangen. Es ist viel dunkler und viel mehr Neon drin. Und ich finde, dass dieses sehr gut zu dem Trailer passt, zu der Optik, weil, ja, dieses etwas Steife von 3D-Animationen, das wirkt nicht so schlimm, wenn die Hälfte der Zeit die Charaktere sowieso im Schatten stehen. Mhm. Ja. Also ich verspreche mir da ein bisschen was davon. Ich habe Hoffnungen. Ich habe auch Hoffnung, aber wie gesagt, der Trailer hat mich noch nicht so ganz überzeugt. Das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Ich wollte nicht sagen, dass er gleich schlecht ist, weil das war er nicht. Ich weiß nicht, er hat muss so ein. War nicht das, was ich erwartet habe halt. Aber wenn was anders ist, muss es ja nicht gleich schlecht Blade sein. Blade Runner. Ich meine, Blade Runner hat noch nie die Erwartung erfüllt und ist trotzdem gut. Wow! Excuse me. Du meinst wahrscheinlich die Kinokasse damit, oder? Yep. Ich wollte gerade sagen, also. Und den zweiten Teil, also der war jetzt wirklich nicht gut. Wow! Oh, kommt schon, okay. Leute, jetzt sagt nicht, ihr findet den gut. Also, was ist mit euch los? Heute sind wir anderer Meinung, Michael. Autsch! Ich glaube, Michael sucht heute Streit. Oh Mann, wenn Matze mich schon Michael nennt, ich glaube, es sollte mich verpieseln. Nein, wir haben noch ein bisschen was. Wir haben nämlich noch Nachrichten direkt aus der Anime-Branche. Da passieren noch ein paar kleine Sachen. Fangen wir erstmal mit den Kleinigkeiten an. Und zwar das Studio Kayak, das eher im Computerspielbereich verantwortlich ist für viele Sachen, wie zum Beispiel auch im VR, Virtual Reality viel gemacht hat, die wollen jetzt ihr eigenes Studio für 3D-Anime machen. Zumindest können wir sagen, das sind Leute, die wissen, was sie da machen. Ja, und auf Unity und der Unreal Engine sich zu spezialisieren, ist auch keine schlechte Idee. Nee, besonders die neue Unreal Engine, die wird durchstarten bei Filmemachern. Das ist auf jeden Fall ein Ding. Ja, wenn wir schon bei 3D gerade sind, Polygon Pictures erweitert sich sozusagen und hat jetzt bald eine Nebenfirma, ein Nebenabteil in Indien. Mhm. Ich meine, Indien ist ein großer Filmemarkt. Ein riesengroßer. Darf man nicht unterschätzen. Die produzieren so viel. Größer als Hollywood. Ja, das stimmt. Und Polygon Pictures war ja schon, bevor sie bei den Anime-Fans groß durchgestartet sind, relativ an vielen Produktionen weltweit beteiligt. Mhm. Ne? Ja, also das ist ein globales Geschäft, eine globale Firma, Polygon Pictures. Das darf man nicht vergessen. Und deswegen überrascht mich das nicht so sehr, dass sie da hier jetzt nach Indien auswandern. Das heißt auswandern, expandieren. Das ist richtig gewollt. Ich habe noch keine Ahnung, ob das einfach dann nur so ein Hilfsstudio ist oder ob sie da tatsächlich für den indischen Markt anfangen, was zu produzieren. Das wäre natürlich richtig interessant. Ja, könnte ich mir auch nicht genau vorstellen, wie das auszusehen hat. Aber hey, ich hätte auch gerne mal ein Bollywood-Anime. Das wär's doch, meine Güte. Das wäre definitiv mal was anderes und das könnte durchaus auch funktionieren, weil ich meine, ein Anime ist ein so wechselseitiges Medium. Mhm, definitiv. Also nichts dagegen. Also er würde zumindest sehr viele Fans finden. Bollywood ist ja wahnsinnig beliebt. Ja. Ah ja. Ja, aber leider gibt es auch Studios, die nicht lange durchhalten. Und Toei Animation hat ihr kleines Unterstudio Coyote jetzt aufgelöst. Das war etwas, was eigentlich nur einen kleinen Film für Kinder produziert hat und dann schon wieder verschwunden ist. Der lief Anfang des Jahres. Ich hatte ihn auch nicht mitbekommen, was davon. Und anscheinend hat er nicht wirklich das Geld machen können, weil klar, im Moment ist es nicht so mit Kino. Auch in Japan geht es nicht gut. Hm. Nein, da ist er, ja. Das geht eher in die andere Richtung.
Aber dazu im nächsten im anderen Podcast mehr. Ja, auf jeden Fall. So, und dann haben wir noch ein paar Vorgehen, und zwar Leaks. Das ist lustig. Spoiler über Episoden, die noch nicht draußen waren. Bei Higurashi, bei der neuen Serie, bei Sotsu, will der Macher, dieses Produktionsstudio da hinten dran, gegen Leaks vorgehen, weil anscheinend sind da auf einigen Twitter-Accounts Informationen rausgekommen, die das sozusagen erzählen, was in den nächsten Episoden passiert. Was natürlich nicht so schön ist, ne? Besonders bei einer Serie, die sozusagen auf ihr Mysterium halt baut. Ja, ich habe bloß eine Frage. Die Serie basiert doch auf einem Videospiel eigentlich. Also auf einer Visual Novel. Ist denn nicht sowieso schon klar, was eigentlich handlungstechnisch passieren müsse? Jein, das orientiert sich nicht so ganz an der Novel. Ah, so, okay. Da wird schon ein bisschen sein eigenes Ding gemacht. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe auch so ein kleines bisschen, ich finde es ein wenig fragwürdig, die Reaktion darauf. Generell, wenn irgendwelche Leaks rauskommen, ist es nicht so, dass dann die Leute verfolgt werden, um ihr Material runterzunehmen und ihr Account zu bannen, ihr Konto. Aber hier in dem Falle wollen sie sich halt mit den sozialen Medienfirmen zusammensetzen, um die Leute wirklich auszuschalten. Na, viel Glück bei Sprechen mit Facebook. ja. Naja, ich kann es verstehen, dass es bei der Serie ist, sind Spoiler wirklich scheiße. Ja, klar. Aber wie meinst du, ich kann mir da keinen Erfolg für ausrechnen, wenn du versuchst, Spoilerkultur im Internet zu kontrollieren. Viel Spaß beim Sprechen mit Facebook, das wird nix. Das wird überhaupt nichts. Ja, also, da kann man eher mit dem Papst reden, da kriegen sie wahrscheinlich einen Termin. Ja, und das Problem, ich glaube, sie greifen das von der anderen falschen Seite an, ne? Zäumst das Pferd von hinten auf. Ich meine, die Leaks kamen irgendwoher intern. Ist nicht so, als ob die Leute, woher sollten die Leute das sonst wissen? Da solltet ihr stopfen. Und nicht unbedingt bei den sozialen Medien, die dann da mit dem Hammer draufhauen. Das hilft ja nicht. Ja. Das wäre vielleicht besser, aber erwarten wir mal nicht so viel. Naja. Auf jeden Fall haben wir dann noch Schlagzeilen. Weil da kam ja eine Nachricht, dass der neue Tokyo Babylon Anime abgebrochen wurde. Was ich echt schade fand. Aber der Grund dahinter war nachvollziehbar. Es waren halt Plagiatsvorwürfe, die man irgendwie nicht entschuldigen konnte. Das war eindeutig, dass da jemand ohne viel Mühen einfach von einem Modedesigner was direkt übernommen hat. Aber 1:1. Und ja, das große Problem ist, die Firma GoHands, das Studio, das das Ding produziert hat, hatte schon 13 Episoden fertig. Und die 13 Episoden, darüber gab es auch einen Vertrag. Und nachdem es hieß, jetzt die Serie wird nicht gezeigt, hat die Firma, die die Produktionskosten sozusagen bezahlen sollte, King Records, nicht den ganzen Betrag bezahlt. Es sollten so um die 2,4 Millionen Euro gezahlt werden für die 13 Episoden. Und es wurden nur etwas mehr als 250.000 Euro umgerechnet bezahlt. Ja, aber da stellt sich halt die Frage. Also, es war ja wirklich schon eine sehr dreiste Kopie oder beziehungsweise sehr dreiste Plagiate, die sie da vorgelegt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gericht in Tokio sagt, ja, King Records muss zahlen. Also, das glaube ich nicht. Das ist so eine Frage, ne? Es geht halt um Vertrag. Wo ist der Vertragsbruch oder ist ein Vertragsbruch da? Wenn sie Episoden produziert haben und geliefert haben. Ah, das Problem ist eher, das Urheberrecht in Japan wurde geändert. Und das kann, also nee, das wird nix. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, aber meinst du, weil sie halt gegen Urheberrecht und Urheberrecht verstoßen haben, verlieren sie damit ihre Rechte an ihre Arbeit? Ja, weil im Prinzip, doch, tatsächlich. Ist ein bisschen komplizierter zu erklären, aber es ist im Großen und Ganzen halt so, sie haben halt eben eine Arbeit fertiggestellt und dann abgegeben, die nicht verwendbar ist. Die Schadensersatzsumme könnte in Japan dadurch auch größer sein als nachher die Produktionskosten. Und es kann sein, also ich gehe eher davon aus, dass das Gericht sagt, ja, habt zwar was abgeliefert, war aber halt eben nicht so gut, was ihr abgeliefert habt. Ergo, die 3,5 oder was immer da noch offen ist, ist im Prinzip der Schadensersatz. Seid froh, dass ihr nicht mehr zahlen müsst. Das ist natürlich, das könnte ein ganz, ganz, ganz gefährlicher Präzedenzfall werden. Yep, wenn es tatsächlich so heißt, dass einfach ein Produktions- oder ein Geldgeber herkommen kann und sagen, ja, wir wollen das, was ihr produziert habt, nicht, dann habt ihr Pech gehabt. Ja. Dann gehen, weil davon könnte dieses Studio zum Beispiel zugrunde gehen. Es gibt da noch ein anderes Problem, weil
es geht ja noch, dass Gohans irgendwie, was waren das, 171 Millionen Yen für noch mehr Episoden fordert. Aber da gibt es wohl keinen schriftlichen Vertrag, sondern nur eine mündliche Vereinbarung. Das macht die ganze Sache noch komplizierter. Ja, da haben sie sich meiner Meinung nach ziemlich draus gerissen hier. Das ist, das hört sich dämlich an, diese Forderung. Ne, ihr habt uns versprochen, dass wir mehr produzieren dürften und dafür wollen wir Geld haben. Aber ihr habt noch nichts dafür produziert, ihr habt da keine Grundlage für die Forderung, oder? Ja, das ist echt ein total komischer Fall. Also, was das angeht, dass die dafür bezahlt werden sollten für ihre Arbeit, da bin ich schon dafür. Ich will nicht, dass dieses Studio deswegen bankrott geht und die Leute ihre Arbeit verlieren. Da bin ich nicht unbedingt dafür. Nein, egal, ich definitiv auch nicht. Also wenn sie schlau wären, dann würden sie eigentlich denjenigen, der die Plagiate angefertigt hat, im Prinzip so Schuld in die Schuhe schieben. Gut, ich meine, er oder sie hat ja auch Schuld. Und das Ganze darauf abwälzen. Wenn zwar diese Person, also finanziell total am Ende, aber das Studio wäre wenigstens fein raus. Ja, ich meine, im Endeffekt, wenn besser als dass einer seine Arbeit verliert, als dass 20 Leute ihre Arbeit verlieren. Muss man leider in dem Fall so sagen. Leider Gottes. Ne? Gut, aber wir haben noch erfreulichere Nachrichten. Ich meine, es muss ja nicht immer alles so dramatisch sein. Stimmt. Crunchyroll hat die 5 Millionen Abonnenten-Marke geknackt. Törö. Ja, ich bin immer noch der Meinung, Crunchyroll ist mir ein bisschen zu mächtig mittlerweile geworden, aber es ist natürlich ein schöner Erfolg. Ja, es ist ganz nett. Ich meine, es ist nicht so, als ob sie irgendetwas haben, das einer Stellung gleichkommt wie Amazon, oder? Würdest du das sagen? Sagen wir mal so, sie sind schon sehr dominierend auf dem Anime-Markt und ich glaube, wir hatten das Thema schon mal in einer anderen Episode. Mhm. Ich bin immer noch der Meinung, das kann ganz, ganz gefährlich werden. Indem sie halt anderen einfach das Wasser abgraben. Klar, gegen Netflix würden sie jetzt nicht ankommen, man muss aber auch dazu sagen, Netflix ist einfach ein unkoordinierter Haufen, Hust. Also genau genommen finde ich, Crunchyroll ist viel zu mächtig. Naja. Aber gut, ich meine, hoffen wir mal einfach, dass Warner nicht auf die kuriosen Ideen kommen, auf die sie sonst immer kommen, weil dann haben wir ja wirklich Spaß. Aber so im Großen und Ganzen ist das auf jeden Fall ein schöner Erfolg, das muss man ganz ehrlich sagen. Hilft natürlich auch der Produktion in Japan, weil Crunchyroll hatte da auch so seine Fingerchen drin. Das wiederum kann natürlich auch nach hinten losgehen, aber gut. Also insgesamt hat der Nutzer übrigens mittlerweile 120 Millionen, der Dienst 120 Millionen Nutzer und 5 Millionen insgesamt Abonnenten. Ja, da gibt es eine ganze Menge Leute, die noch immer die Werbung dankend in Kauf nehmen. Ne? Ja, Werbeblocker installieren, fertig. Also das Problem, was ich halt momentan befürchte, ist halt, dass Warner jetzt dank der Kinoausfälle demnächst nochmal den Preis hochschrauben wird. Denn 5 Millionen Abonnenten zu melken mit nur, sagen wir, 1 Euro oder so, das werden sehr, sehr viele mitmachen. Und das führt halt natürlich zu ordentlich mehr Einnahmen. Das ist wahr. Die wollen natürlich dafür auch was bieten. Sie haben eine neue Serie angekündigt in Zusammenarbeit mit der US-Schauspielerin Zoe Saldana. Und zwar, es soll eine Science-Fiction-Abenteuersache geben namens Darkstar Squadron, was über ein paar Kadetten handelt, die ein Raumschiffkreuzer da klauen, um eine Spritztour zu machen. Und als sie zurück sich schleichen zu ihrer Heimatbasis, finden sie sich völlig verlassen und zerstört vor. Und ja, was machen sie jetzt? Der Titel, der juckt mich. Ich erinnere mich an diesen alten Science-Fiction-Film von John Carpenter namens Darkstar, der so eine wilde, verrückte Komödie war. Und irgendwie versuche ich verzweifelt hier Parallelen zu suchen. Aber ja, ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Ich würde aber auch erstmal abwarten, bis mehr davon bekannt ist. Ja. Könnte dabei helfen. Auf jeden Fall, ja. Ich mag Space Operas und wenn die animiert sind in einer feinen Art und Weise, bin ich noch glücklicher darüber. Kleiner Funfact übrigens, die Schauspielerin müssten viele von euch aus Guardian of the Galaxy kennen. Ja, die hat auch Ahnung von dem Kram. Ja. Zumindest müssen wir das meinen, sie hat Erfahrung. So, und weiterer Funfact, und das finde ich an Crunchyroll tatsächlich sehr faszinierend, ist der Werdegang. Wenn man bedenkt, Crunchyroll wurde 2006 gegründet und war ja wirklich nur eine Community, in Anführungsstrichen. Und sind mittlerweile dann so die weltweit größten. Also, ja, irgendwie erinnert sich ein kleines bisschen an Facebook, ne? Ja. Aber Gott sei Dank sind sie nicht die Route eingegangen wie Facebook. Ja. Oh Mann. So, da haben wir noch ein paar sonstige Themen, die noch übrig sind. Kleinigkeiten, die wir schnell abfertigen müssen. Und zwar der Comic Market, der stattfinden sollte.
Ja, dieses Jahr im Sommer. Der wird natürlich nicht stattfinden, weil die Olympiade blockiert alles. Nein, stopp. Stopp, stopp. Also ja, Olympiade hat das sowieso verhindert, aber ganz ehrlich, hört einfach mal im nächsten Podcast rein, denn das ist, die hätte so oder so nicht stattfinden können. Nee, das, da wollte ich gerade drauf kommen. Im Moment ist in Japan die Situation nicht, ja, nicht machbar, dass du für 200.000 Leute an Besuchern. Also doch, sagen wir so, veranstalten könnte man sich schon und die Leute würden auch hinrennen, weil jeder pfeift auf die Corona-Regeln, aber wäre wahrscheinlich nicht ganz so günstig. Nee, das wäre überhaupt nicht gut. Ich bezweifle aber ehrlich gesagt auch, dass sie vor, am 30. und 31. Dezember stattfinden kann, weil, sag mir mal vorsichtig ausgedrückt, ich schreibe ja über dieses Thema jeden Tag. Yeah. Ja. Man könnte sich das in Japan momentan so vorstellen. Es ist ein Hoch, dann ist es ein halbes runter, dann geht wieder alles wunderbar, dann ist ganz schnell wieder ein Hoch da. Und ganz ehrlich, ich wette, im Dezember ist auch wieder irgendwas. Ja, nee, also im Endeffekt wird wie letztes Jahr der Comic Market allerhöchstens mit Einschränkungen, großen Einschränkungen stattfinden können. Nicht, auf jeden Fall nicht mit den üblichen Besucherzahlen, sondern nur mit ausgewählten. Richtig, aber ein kleiner Tipp, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, dorthin zu gehen, auch im Sommer, nehmt euch was zu trinken mit übrigens und irgendwas im Kopf zu bedecken. Ist schon, also die Warteschlange ist echt anstrengend, aber es lohnt sich. Das ist eine absolut geniale Veranstaltung. Ja, es ist das größte sozusagen Fan-Festival für Comics. Und das Schöne ist halt, man geht da im Prinzip in die Halle und denkt sich, geil, alles von der Bekloppten, hier fühle ich mich wohl. Und die sind auch wirklich bekloppt. Ja. Das Schöne ist halt auch, man wird sehr schnell aufgenommen. Also gerade als Ausländer bist du da ja sofort akzeptiert eigentlich. Man versteht zwar meistens nicht, was die Leute reden, aber sind trotzdem nett dabei. Ja, man, wenn du halt unter Nerds bist, dann geht das schon. Ne? Da kann man kommunizieren auf irgendeine Art und Weise. So, wo wir schon dabei sind hier. Manga. Bleach bekommt anscheinend ein neues Manga-Kapitel zum 20-jährigen Jubiläum. Ich habe gedacht, der gute Mann hat endlich abgeschlossen. Auch nicht tot zu kriegen, das Ding. Ja. Also Bleach, muss ich sagen, ist ein komisches Franchise. Ich fand die ersten Episoden, also die ersten Ausgaben und meinetwegen auch Episoden vom Anime, also die ersten Geschichten fand ich echt gut. Aber danach wurde man das Ganze irgendwie zu Kuddelmuddel. Es wurde sehr kurios und wild. Sehr seltsam. Schade eigentlich, weil es hatte in meinen Augen großes, also ich meine, es ist auch so nicht schlecht, aber was, wo es hingegangen ist, fand ich dann nicht mehr so toll. Ich bin echt mal gespannt, ob der Autor irgendwann mal zurückgeht zu seinem Franchise, aber ich glaube es nicht. Ich habe es irgendwie so im Wasser, dass da nichts passiert. Also ganz ehrlich, ich glaube eher, dass Demon Slayer weitergehen wird irgendwann mal, so erfolgreich wie das Ding ist. Ja. Naja, wir können ja noch warten auf den neuen Bleach-Anime, weil die wollen ja tatsächlich das Ende des Mangas da umsetzen. Ja. Das wurde ja angekündigt, aber wann genau das kommt, wissen wir noch nicht. Gut, das wär's dann heute für den Rolling Sushi Anime Podcast. Ja, mal sehen, ob ich das zurecht hinkriege, wie die Miki das immer macht. Wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, dann findet ihr auf sumikai.com unseren normalen Rolling Sushi Podcast, wo wir jede Woche über Japan reden, was in der Woche passiert ist, über ja, soziales, also alles, alles außer Anime und Games. Alles außer Anime. Und natürlich, wenn ihr Anime direkt einfach nur besprochen haben möchtet, dann könnt ihr für den zweiwöchigen Anime Slam Podcast bei uns reinschauen auf YouTube. Da findet ihr uns unter Anime Slam, ist ganz einfach. Sehr empfehlenswert übrigens, macht echt Spaß. Danke, danke, ist immer schön zu hören. Und ich schätze mal, damit sind wir fertig. Bis zur nächsten Woche dann. Tschüss. Tschüss. So, die heutige Folge wird gesponsert von KSM und zwar speziell geht es um den Anime Akudama Drive, der im Oktober 2020 in Deutschland startete, in Japan startete und in Deutschland als Simulcast startete und eigentlich jeden umhauen hätte müssen, weil abgedrehte Story, total tolle Charaktere und der hat einfach Spaß gemacht. Und mit dabei ist jetzt der Marvin von KSM, der uns jetzt mal den Anime schmackhaft macht. Hello. Ja, ich weiß nicht, soll ich direkt loslegen? Leg los, lass deine Begeisterung freien Lauf. Also, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber ich finde Akudama Drive cool. Also, jetzt kein doofes, ich muss das sagen, Gelaber, sondern ich freue mich, dass du einfach gesagt hast, so, ich weiß, du magst den Anime, lass einfach ein bisschen drüber quatschen. Weil ich für mich persönlich, wir haben im Vorgespräch auch schon mal drüber geredet gehabt, für mich ist es persönlich so ganz privat einfach einer
der besten Anime, den ich in letzter Zeit, in den letzten Jahren einfach gesehen habe. Ich finde einfach nicht nur diese Welt, ist ja ein Cyberpunk-Setting, also dieses sehr futuristische mit den Hologrammen, das sieht cool aus, alles ist irgendwie bunt, aber doch gleichzeitig düster, sie spielen so ganz, ganz viel mit den Farben, aber auch so die Charaktere, ich mag sie. Es sind 8 Akudama in der Summe und inhaltlich geht es ja im Prinzip darum, dass diese 8 Akudama einen Auftrag bekommen, eine bestimmte Ware abzuliefern. Das ist so in einem Satz runtergebrochen, worum es geht. Und diese 8 Akudama. Um es noch ein bisschen kurz das Kuriose daran zu beschreiben, ist eigentlich, es sind halt alles ganz große Verbrecher, mit Ausnahme eines Mädchens, die konnte einfach nur mal eben nicht ihr Essen bezahlen. Ja, genau. Die 500 Yen, die quasi ein Leben verändern. ja, genau. Also die Protagonistin, von der du gerade sprichst, die Betrügerin, die ist da so ein bisschen reingestolpert. Und auch der Ganove ist nicht so ein richtiger Schurke wie die anderen. Aber im Endeffekt haben wir da so 8 Verbrecher. Die sind, und das ist das Coole daran, alle sehr verschieden. Also jeder Charakter ist irgendwie anders. Und ich glaube, deswegen funktioniert die Serie auch für alle so gut. Weil egal, welche Art von Charakter du magst, du findest irgendwie immer einen, der dir gut gefällt. Ich weiß nicht, du hast die Serie auch gesehen. Was waren denn so deine abgefeiert. Ein, zwei liebsten Charaktere, wenn du dich jetzt festlegen müsstest? Also tatsächlich, die Betrügerin fand ich total klasse und die Ärztin. Ja, Ärztin ist super. Die war so schön, wie soll ich sagen, das war so ein Charakter, wo du echt so, zeig dir bloß nicht meinen Rücken, da könnte gleich ein Messer drin hängen. Aber genauso, und das ist mein absoluter Favorite, der Killer. Ja, der war auch gut. Mann, also dieses Wahnsinnige, was so an fast schon den Joker erinnert, dieses einfach, ich liebe Rot, Rot, Rot und Blut und oh mein Gott, es ist einfach so cool und er hat auch, ich möchte nicht spoilern, in welchem Zusammenhang, aber so in Folge 11 rum gibt es auch eine Szene, die referenziert ist an Shining und die einfach gerade mit diesem Charakter mega gut funktioniert und ich liebe alles daran. Und das ist das halt, was ich meine. So Betrügerin hätte ich zum Beispiel jetzt gar nicht auf meine Liste geschrieben. Und so haben wir schon wieder zwei Leute, die komplett unterschiedliche Meinungen zu der Serie haben, einfach ganz andere Lieblinge. Und das finde ich so cool. Genauso Leute, die vielleicht irgendwie mega Bock auf so Fighting-Sachen haben, so Fighting-Shonen mögen, die mögen vielleicht den Knochenbrecher am meisten, weil der halt so wirklich haut drauf und niemals aufgeben und kämpfen macht mir Spaß. Und das gibt einfach für jeden was her. Ich weiß nicht. Und selbst wenn man jetzt mal ein bisschen fernab von den Charakteren geht, ja. Ist es halt so, dass die gesamte Geschichte einfach klasse ist. Total. Weil das spielt halt in der Zukunft, das hat sich halt alles sehr verändert und Japan ist aufgespalten und dann wird halt der Shinkansen sehr stark hervorgehoben, so im Prinzip schon fast götterhaft. Mhm. Und dazu kommt dann halt eben noch dieser Twist nach einer gewissen Zeit, wo man halt überhaupt nicht mit gerechnet hatte. Ich würde am liebsten, würde ich hier so einen Spoiler-Talk draus machen und wäre so, Micha, das kann man. Hol mal Bier. Nein, ja, das wäre, glaube ich, keine gute Idee. Also, das Ding ist, man kann oder man will gar nicht zu viel zu der Serie sagen, weil eigentlich sehr viele Twists kommen, die man nicht vorwegnehmen will. Ich sag's mal so, die Serie ist extrem konsequent in dem, was es tut. Viel konsequenter, als man das wahrscheinlich am Anfang der Serie erwartet. Sie ist blutig und brutal. Das Ding ist jetzt der Release in Deutsch. Wir bringen ja jetzt gerade aktuell die Volumes 1 bis 3 raus. Volume 1 ist schon draußen. Volume 2 kommt jetzt im August. Und Volume 3 kommt ja dann 2 Monate später nach der Volume 2. Und je weiter ihr fortschreitet, desto blutiger und brutaler wird es. Es ist alles unzensiert. Und das ist halt das Geile. Da siehst du dann halt auch mal wie so ein Arm oder so ein Kopf abfliegt und dann so eine Blutfontäne da rausschießt. Das ist so konsequent gut gemacht und das finde ich so gut. Also ich kann das einfach nur jedem ans Herz legen. Man muss noch was positiv erwähnen. Animes haben ja in der Regel immer so einen, also normalerweise einen einheitlichen Stil, der absoluter Wiedererkennungswert. Ein paar fallen mal aus der Rolle, ein paar sind auch wirklich sehr übertrieben und bei Akudama Drive ist es aber so, das ist nicht so der übliche Stil, wie man ihn jetzt von x-beliebigen Isekai zum Beispiel kennt. Die sind ja alle irgendwie mal gleich gezeichnet. Aber er sticht halt hervor, total, weil auch die ganze Animation bringt halt diese Geschwindigkeit, die teilweise auftritt, so wahnsinnig gut herüber.
Dass es einen wirklich mitreißt, alleine nur schon vom Anschauen. Und dazu kommt halt noch die Farbpracht, die halt da entgegenhaut. Also, ja, man merkt wahrscheinlich, ich bin auch ziemlich begeistert von so einem Anime. Obwohl das überhaupt nicht mein Ding ist von Genre her, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der ist halt wirklich bildgewaltig und absolut super in Szene gesetzt. Also, gerade auch, als du den Stil angesprochen hast, ist mir auch direkt wieder was in den Kopf geschossen. Was ich schon in der ersten Folge mega gut fand, war die Transitions. Also der Szenenwechsel. Das ist einfach so ein Stilmittel, den ich einfach woanders noch nie gesehen habe. Für die, die es nicht kennen, einfach mal bildlich beschrieben. Also ihr habt da so eine Szene und die ist zu Ende und normalerweise, wenn ein Szenenwechsel ist, was passiert, ist einfach ein Hardcut zur nächsten Szene oder du hast eine Überblendung zu schwarz oder irgendwie sowas. Also was relativ Simples. Aber hier hast du im Prinzip 3 oder 4 Elemente der nächsten Szene und die huschen halt so rein mit so einem ganz schweren Sound, so eine Buff. Du hörst so richtig, wie die neuen Szenenelemente reinknallen. Ist dann so Buff, Buff, Buff. Und da wird dann diese neue Szene zusammengesetzt. Es ist mega cool. Also so rein vom Stil, unfassbar einzigartig. Ja, definitiv. Also es ist schon was Besonderes. Aber zum Release gibt es noch was Besonderes in Deutschland, denn KSM hat sich da was getraut. Was eigentlich sich so noch, glaube ich, gar keiner getraut hat. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist das erste Mal. Und zwar gibt es speziell angefertigtes Merchandise nur für Deutschland. Ja, und da war ich ja so glücklich, als wir das machen durften. Wir haben da wirklich so lange dran gesessen und haben uns überlegt, okay, was wäre als Merchandise cool, welche Motive sind cool, sind dieses komplette Material durchgegangen, auch mit unseren Grafikern und so. Und im Endeffekt haben wir jetzt so eine ganze Merchandise-Reihe zu der Serie quasi rausgebracht und wie du schon sagst, halt exklusiv. Also die gibt es halt wirklich nur bei Anime Planet für den deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg auch. Den Merch gibt es sonst nicht, den gibt es nicht in Japan und auch sonst nirgendwo. Der ist halt wirklich genau für hier konzipiert. Und der besteht zum einen aus 10 Buttons, also das sind quasi einzelne Buttons, die man sich holen kann. Es gibt sie aber auch im Set, dann sind sie ein bisschen günstiger, bilden dann zum Beispiel die 7 Akudama, ich habe eben 8 Akudama gesagt. Mhm. Was für ein Bullshit. Du hast die Katze mitgezählt. Ja, ich habe die Katze mitgezählt. Nein, es sind natürlich 7 Akudama. Wie kam ich denn jetzt auf 8? Also so ein Schmarrn. 7 Akudama. Dann haben wir die Katze als Motiv und wir haben Meister und Schüler. Wer das ist und was, also die kommen aus der Exekutionsabteilung, was die genau mit der Serie zu tun haben, das findet ihr am besten in der Serie selber raus. Da will ich auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil das auch sehr coole Charaktere sind. So, die haben wir, diese 10 Buttons. Dann haben wir 4 Shirt-Motive und wir haben ein Notizbuch. Notizbuch bin ich auch extrem großer Fan von, habe ich auch hier neben mir liegen gerade. Ist im Prinzip, wer das schon mal gesehen hat, am Ende im Outro, da gibt es so wie so Tuschezeichnungen, also so Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Und da haben wir im Prinzip 2 Grafiken draus bekommen, auch total exklusiv und extra vom Lizenzgeber bekommen für das Notizbuch und so. Richtig, richtig coole Sache. Auf dem Cover sieht man so den Transporter, aber nicht in ganz, sondern nur so ein Ausschnitt von ihm mit seiner Metallhand und der Zigarette und das ist dann nochmal mit einem partiellen UV-Lack veredelt, sodass es richtig cool rauskommt. Man hat einen Soft-Touch drauf und hinten sieht man auch nochmal den Hacker, der sich quasi aufzulösen scheint, was auch mal nur eine coole Referenz an die Serie ist, sodass man im Endeffekt so ein riesiges Notizbuch hat mit leeren Seiten, das man füllen kann, wie man irgendwie will. Und, wie gesagt, diese 4 Shirt-Motive, von denen ich gerade schon mal gesprochen habe, da hat man zum einen auch die Chibi-Charaktere auf einem Shirt von den 7 Akudama. Wir haben dann ein Shirt mit dem Haifisch und dem Häschen. Das ist im Prinzip so eine Art Erklärbär in der Serie. Wir haben ein Shirt mit der Katze als Chibi-Motiv, wo sie sagt so, hör auf die Katze, weil ich glaube, jeder, der irgendwie schon mal mit einer Katze zu tun hatte oder eine Katze zu Hause hat, weiß, wie wahr dieser Spruch ist. Katzen haben sehr viel zu sagen. Und unser Mood-Shirt, was ich, glaube ich, nochmal hervorheben möchte, weil das Mood-Shirt, das ist jetzt nicht irgendwie gebrandet oder so. Also, das ist wirklich einfach nur I hate Mondays mit dieser Katze aus der Serie. Und die ist halt so, die ist so eine Grumpy Cat. Und da habe ich eine ganz witzige Anekdote zu. Und die kann ich dir ja auch einfach mal erzählen. Ist ja jetzt eine kleine Behind-the-Scenes-Geschichte. Die Entstehung des Mood-Shirts war nämlich so,
wir hatten natürlich immer wieder Meetings, auch mit unseren Grafikern etc., wie wir dieses ganze Merchandise gestalten. Und dann hatten wir dieses Bild von dieser Grumpy Cat und irgendwie kam dann so auf, naja, eigentlich müssten wir da so ein Mood-Shirt draus machen. So. Und dann kamen halt so irgendwelche Sätze und unter anderem eben auch so dieses I hate Mondays. Und dann hat man so da gesessen und war so, ja. Und unsere Grafikerin hat das dann entsprechend einfach mal so ein kleines Mock-up gemacht und wir waren so, das ist richtig geil. Und dann etc. etc. Zeit ist vergangen. Wir haben das dann auch dem ausgearbeiteten Lizenzgeber geschickt und waren so, ja, also wir würden gerne auch dieses Mood-Shirt noch machen, haben das so nachgereicht. Und der Lizenzgeber, geil wie die sind, waren die so, ja, das ist richtig cool, wir möchten die auch haben, sodass wir denen im Endeffekt auch einfach zwei von diesen Shirts geschickt haben, was irgendwie cool ist, wenn ich mir jetzt vorstelle, so, die kriegen diese Shirts oder die sind da jetzt vielleicht sogar schon angekommen und tragen halt unsere I Hate Monday Shirts. Also die sind halt nicht gebrandet, wie gesagt. Also selbst wenn man Akudama Drive nicht gesehen hat, ist es halt cool. Stellt euch vor, ihr geht so montags auf die Arbeit, zieht euer Mood-Shirt an, seid so I Hate Mondays mit dieser Grumpy Cat. Es ist süß, es ist cool, ich mag's. Also große Empfehlung. Ja, und was man dazu noch sagen muss, dadurch, es ist zwar exklusives deutsches Merchandise, aber es ist eigentlich gar nicht so teuer. Also ich finde eigentlich, der Preis ist sogar normal. Ja, also total. Also wie gesagt, uns ist es ja einfach wichtig, wir sind selber Fan von der Sache, was man hoffentlich gemerkt hat. Und in dem letzten Podcast, wo ich mit Athanasos auch dabei war, er hat ja auch geschwärmt davon bis hinten gegen. Wir mögen die Serie und wir wollen einfach, dass die Leute das nach außen tragen können und Merch kann extrem teuer sein. Aber wir haben uns halt zum Ziel gesetzt, einfach günstiges Merch zu machen, sodass jeder, der Lust und Spaß an der Serie hat, das einfach auch nach außen tragen kann. Dass er, sei es jetzt das Shirt oder ein Notizbuch oder sogar die Buttons am Rucksack oder so. Es soll einfach erschwinglich für die Leute sein. Deswegen kostet auch ein Button zum Beispiel nur 2,50 Euro und im Set dann eben noch günstiger. Also uns ist einfach wichtig, die Leute sollen geilen Merch haben zu einer Serie, die sie selber gut finden. Also ja, so von Fan zu Fan. Gut, dann danke ich dir, dass du da warst und dir uns deine Leidenschaft gezeigt hast. Liebe Leute, ich kann euch den Anime wirklich sehr empfehlen. Den solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, auch ins Regal stellen und immer wieder anschauen. Denn also ich habe ihn jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Mal geschaut innerhalb kürzester Abstände und er bleibt einfach genial. Ja. Und natürlich das Merchandise, gut, mir passt das leider nicht, aber das war ja mal wieder klar. Aber Notizbuch und Button. Das Notizbuch habe ich schon. Aha. Damit war ich sogar vorgestern auf einem Geschäftstermin und die haben alle gemeint, wo kriegen wir das her? Nein. Ja doch, tatsächlich. Ja, geil. Also, ne, aber das, der Rest, ne, erster Oberschenkel und für den zweiten muss ich mir ein zweites T-Shirt kaufen, das ist mir zu teuer. Nein, also wirklich große Empfehlung für Akudama Drive, guckt es, holt euch das und bitte, kleine Bitte an der Stelle, schreibt uns, also KSM Anime, wenn ihr das gesehen habt, weil ich find's geil, ich will hören, wie ihr Akudama Drive findet, weil es gibt nichts Geileres, als darüber zu reden. Und Leute, ganz ehrlich, wenn bei der nächsten Convention rennt ihr alle zum KSM-Stand und feier KSM für den Anime. Ich, wie gesagt, kann es nur empfehlen. Ja, dann danke, dass du da warst. Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Gerne, gerne. Tschüss. Tschüss.